Herzlich willkommen zur Airless Discounter Videoserie. Heute zeigen wir euch, wie man die Graco T-Max Modelle in Betrieb nimmt. Das heißt also, wie schließt man den Schlauch an, wie schließt man die Pistole an, wie stellt man den Druck ein, so dass man mit dem Gerät losarbeiten kann. Das Gerät an die Steckdose anschließen. Jetzt wird der Schlauch ans Gerät gekoppelt. Also die Pistole wird an den Schlauch gekoppelt. Das Gerät wird mit Spachtelmasse befüllt. Wird abmontiert, die Pistole wird geöffnet, der Arbeitsdruck wird bei ungefähr 25% der Leistung eingestellt. Im Schlauch befindet sich noch Wasser vom letzten Reinigungsprozess. Dieses Wasser wird jetzt herausgepumpt, bis Spachtelmasse kommt. Das Wasser ist draußen, jetzt kommt Spachtelmasse und der Druck kann wieder runtergedreht werden. Die Düse wird jetzt auf die Pistole montiert. Die Düse wird umgedreht. Und der Arbeitsdruck wird erhöht. Jetzt bringt man die Düse in die Arbeitsposition und stellt den gewünschten Arbeitsdruck ein. In diesem Fall jetzt ungefähr 60 Bar. Die Pistole wird geschlossen und man kann zur Wand gehen und losarbeiten. Ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick erhalten zur Inbetriebnahme der Graco T-Max Serie. Ihr findet bei uns im Kanal auch noch weitere Videos zur Graco T-Max, und zwar wie reinigt man das Gerät, wie spritzt man mit dem Gerät. Habt ihr Fragen zu diesem Modell oder auch zu anderen Spritzgeräten, schreibt uns eine Mail oder ruft durch. Bis bald!